Der Werni kenne ich aus den 80er Jahren natürlich. Wir waren zusammen auf dem Wettkampfplatz. Wir haben Schweizer Meisterschaften gestossen, gegeneinander Kugeln gestossen, gell, Werni? Und es war dann eben so gewesen. Es war ein bisschen frustrierend für alle anderen, oder? Es hat dort eine Linie gehabt, 20, 21, 22 Meter für einen Werni. Und dann für das allgemeine Fussvolk hat es Linie gehabt, 14, 15, 16 Meter, oder? Es ist eigentlich an der Schweizer Meisterschaft immer nur noch einen zweiten Rang gegangen. Und ich wollte eigentlich auch Weltmeister werden, oder? Und da ich am Kugeln stossen nicht Weltmeister werden konnte, weil du immer noch weiter gestossen hast, habe ich gedacht, gehe ich Bob fahren und bist dann dort geworden. Jeder macht das, was er kann, oder? Nein, aber es ist schon so, Bobfahren habe ich dann auch mal kurz probiert, aber es ging gleich, also Silo wegen meinem Rücken. Aber es waren einfach schöne Zeiten, die wir hatten. Also einerseits natürlich, wie du jetzt sagst, nicht unbedingt mein Gegner gewesen, bist im Kugelstoss, aber wir hatten schöne Zeit miteinander. Du hast deinen Erfolg nachher im Bobsport. Und es verbindet uns heute eigentlich noch die Zeit. Wir kennen uns, wir telefonieren zwischen ihnen, wir sind zusammen. Es war eine schöne Zeit gewesen und es ist immer wieder schön, jetzt einander zu sehen. Und ein bisschen miteinander zusammen sein und ein bisschen von früher erzählen. Aber wenn man von früher redet, wird man alt. Genau, darum, es freut mich natürlich besonders, dass du heute ins Baselbier gekommen bist, oder? Und ich dich nicht immer neu in Zmacklingen oder so gesehen. Und weißt du noch, Zmacklingen, du hast mir eigentlich immer leid da. Du bist in Macklingen gewesen, hast trainiert, allein mit dem Jean-Pierre, wir waren mit dem Bob-Team dort gewesen. Und dann bist du immer ein bisschen zu uns gekommen und gesagt, Rico, Jobi, komm, wir gehen noch ein Bier trinken. Und das haben wir gemacht und ich hoffe, wir haben auch ein bisschen zu deinem Erfolg beitragen können mit dem. Auf alle Fälle, das ist natürlich mit dem Jobi, das ist natürlich noch eine Figur gewesen. Nein, aber ich glaube, der Jobi hat immer das Rivella getrunken und wir haben ein Bier getrunken. Nein, das waren wunderschöne Zeiten gewesen. Es sind ja Zehnkämpfer später auch gekommen. Also das ist von 30 Jahre oder so, ist das noch echt gut gewesen, da eben Fußballer, Bob, Zehnkämpfer, die Leichtathleten sowieso, nein, das war irrsinnig gewesen. Und ja, du kannst mir immer anrufen, ich bin also immer da für dich, also für dich, immer wenn du mich brauchst oder sonst etwas, bin ich da, selbstverständlich. Jederzeit kannst du auch so umgekehrt. Ja, das ist so, und das schätze ich sehr an dir, Werni. Yeah.